Katharina Petrus und Ulrich Grieshaber von der Berufsfachschule für Ganzheitskosmetik, die Lorenzo. Sie sind heute hier. Di Lorenzi, Entschuldigung. Die wunderschöne Italienisch. Mehrzahl, wir haben viele Schüler. Di Lorenzi, jetzt erklären Sie das nochmal, dass das italienische Mehrzahl ist. Wie ist das mit dem Espresso? Der ist wunderbar bei uns. Wir verwöhnen unsere Schüler mit Espresso. Espressi. Genau, deswegen wollte ich nochmal da. Di Lorenzi. So. Frau Petrus, wir sind heute hier auf der Bildungsmesse in Köln. Wie wird man denn Kosmetikerin und welche Leidenschaften muss man mitbringen? Oh, Leidenschaften, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Die Interessentinnen, die zu uns kommen, kommen wirklich mit verschiedenen Aspekten und Überlegungen, die Kosmetik zu machen, weil die Kosmetik eben sehr vielfältige Möglichkeiten bietet, in die Berufswelt einzutauchen. Beispielsweise kann man später auf international auf Schiffen arbeiten oder auch beim Hautarzt. Wir bieten auch dermatologische Weiterbildungsmöglichkeiten, die dann noch weitere spezielle Sachen eben zeigen, oder auch in die Visagistik, Make-up Artist kann man auch gehen, hinter den Kulissen die Moderatoren schminken oder die Schauspieler in den Serien. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, was die Schule und Ausbildung bietet. Jetzt gibt es die Schule seit 60 Jahren. Wie steige ich ein? Wie lange dauert das? Also die Schule ist 60 Jahre alt, ist ganz wichtig und ist daher auch eine staatliche Ergänzungsschule, also anerkannt als Ergänzungsschule unter privater Trägerschaft. Ich kann da beginnen und habe dann ein Jahr lang eine Ausbildung zu absolvieren. Und nach diesem einen Jahr kann ich auch einen Abschluss, einen qualifizierten Abschluss machen mit dem Handwerkskammerabschluss. Ne? Ich habe dann einen Gesellenbrief. Das heißt, es ist eine regelrechte Berufsausbildung, die halt komprimiert über ein Jahr läuft. Nochmal zurück. Sie hatten gesagt, nur Frauen. Können auch Männer Kosmetiker werden? Ja, klar. Gibt es ab und zu mal bei uns auch einen Mann dazwischen. Klar. Das sind auch diejenigen, die dann am besten auch schminken können. Also in Richtung Visagistik geht das dann immer bei den Männern. Muss ich ein besonders gutes Auge haben? Also was sind so Voraussetzungen, die ich mitbringen muss? Gespür für Menschen, Typen relativ schnell erkennen. Ist ja sicherlich auch mal ein bisschen Psychologie dabei. Also jeder Mensch reagiert ja auch anders. Ja, das stimmt. Also was man nicht haben darf, ist Angst, Menschen zu berühren, natürlich in der Kosmetik. Aber so Fingerfertigkeit, das lernen die Schülerinnen auch bei uns während der Ausbildung. Und ein Auge, brauche ich das auch, dass ich sehe, wenn Unebenheiten sind, Ungleichheiten sind? Sehen Sie dann nach den 12 Monaten. Also wenn Sie es am Anfang der Ausbildung nicht sehen, das lernen Sie auch bei uns. Also die Schülerinnen, die erzählen auch witzigerweise, die sitzen dann am Ende der Ausbildung in der Bahn und beobachten die anderen Menschen und wollen dann schon korrigieren, ne? Wenn dann denen jemand gegenüber sitzt, dann die entwickeln dann wirklich einen Blick dafür während der Ausbildung. Wie läuft die Messe? Läuft sehr gut. Ja, Köln schläft jetzt bis 11, haben wir festgestellt, aber danach ist viel los. Nee, gestern waren Ihre Stühle ja auch immer gut besetzt. Genau, genau. Also der Zuspruch ist, glaube ich, rege. Ja. Wie sind denn so die Karrierechancen? Die sind eigentlich sehr gut. Wir haben zu wenig Auszubildende im Moment. Also das heißt, wir können den Bedarf gar nicht decken, der da ist. Und wir haben auch sehr viele internationale Schüler bei uns. Das ist also ein wunderschönes Thema, weil wir auch Migranten tatsächlich in diesen Ausbildungsberuf integrieren können und die begleiten können. Und die Karrierechancen sind sehr, sehr gut, also unterschiedlichster Art, wie die Katharina schon gesagt hat. Sie können zu Arzt gehen, sie können zum Handel gehen, sie können als Kosmetikberaterin in die Welt gehen, sie können sich selbstständig machen, sie können in ein Studio gehen. Und das weitere Schöne bei uns ist eigentlich, das ist gefördert. Das heißt also, selbst Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben, können bei uns diese Ausbildung aufnehmen, sowohl durch das Jobcenter gefördert, und auch durch BAföG. Also von dem her ist es gerade für Menschen internationaler Herkunft auch und mit Migration eine Möglichkeit, einen Beruf zu lernen. Das waren Katharina Petrus, Ulrich Grieshaber von der Berufsfachschule für Ganzheitskosmetik, die Lorenzi in der Mehrzahl. Viel Spaß noch auf der Bildungsmesse. Herzlichen Dank. Danke auch.